Ja, hallo, willkommen zurück zu Memento Mori 2. Ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen gewartet, bevor ich eingeschalten habe, denn ich musste erstmal die Atmosphäre mich aufsaugen. Weil, wenn ihr das Spiel spielt, dann setzt Kopfhörer auf, das geht direkt aufs Ohr und ihr hört auch die Menschen sich unterhalten. Das ist mir bis jetzt gar nicht so aufgefallen. Okay, ich würde sagen, legen mal los. Vorhin hatte ich ein kleines Problem, da ist das Spiel ausgefallen übrigens. Ja, da, keine Ahnung warum. Das Schild nehme ich mit. Man sieht auch so, dass das Restaurant geschlossen ist. Okay. Dann unterhalten wir uns mal mit dem Kollege hier. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Lösen Sie häufig Fälle auf diese Weise? Wie im Fernsehen? Manchmal schon. Wissen Sie, es gibt so viele Schusswaffen und noch viel mehr Idioten. Naja, das hat mich ja jetzt nichts gebracht. Officer? Ja, Mrs. Durant? Kommen Sie öfter her? Oder ist es wie im Film, dass Chinatown seine eigenen Gesetze hat? Filme übertreiben. Aber auch in Wirklichkeit regeln die Leute ihre Probleme hier meist selbst. Das war auch noch nicht hilfreich. Der alte Mann hier hinten könnte vielleicht etwas helfen. Natürlich. Sie gehören doch zu den Cops, oder? Ich helfe Ihnen gern. Ich habe jetzt weggedrückt. Ich bin draufgekommen. Tut mir leid. Das ist doch ein ruhiges Viertel, oder? Aber ja. Keine Verbrechen. Keine Gewalt. Jemand hat eine Schießerei gemeldet. Wissen Sie was darüber? Das war ich. Ich habe es gemeldet. Denn es war keiner von uns. Und ich will keinen Ärger. Ich habe hier meinen Laden, meinen Waschsalon. Ärger ist schlecht fürs Geschäft. Wovon reden Sie genau? Dieser große Wagen fuhr in die Gasse. Jeder weiß, dass man da nicht hingeht, wenn Cheng es einem nicht erlaubt hat. Und etwa 20 Minuten später habe ich Schüsse gehört. Hier hat niemand Schusswaffen. Das muss wer anders gewesen sein. Also rief ich an. Okay. Ja, ich darf mir ja die Beine vertreten. Also ist das ja wohl erlaubt, dass ich mich einfach so mal umsehe? Er kommt natürlich gleich mit, ja. Burke hat seinen Wagen in der Seitenstraße geparkt. Wo ist er hingegangen? Ich habe doch den Zettel hier. Ein Stück Pappe mit einem Loch für eine Schnur, auf der geschlossen steht. Offenbar selbst gemacht. Kann ich den nicht irgendwie zerreißen? Wie soll ich die beiden ob... Ah, okay, okay. Ja, ich meine jetzt die... Das, was das... Burks Wagen, also was verwendet wird, wenn... Ihr wisst schon, wenn man diese Dinge nummeriert, die einem auffallen. So. Es sieht nicht so aus, als könnte man einfach durch diese Hintertür spazieren. Am Zaun liegt ein Baseballschläger. Er wurde vermutlich weggeworfen, da er einen Riss hat. Einen Riss. Okay, damit ich hier nichts vergesse. Das habe ich schon, das habe ich schon. Okay. Okay, okay. Immer mit der Ruhe. Die Tür ist verschlossen. Ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja, ich weiß nicht, ob ich da rein muss. Da sind mehrere Zigarettenstummel und die Abdrücke kleinerer Schuhe. Jemand, der durch schwarzen Schlamm gegangen ist, hat hier eine Weile gewartet. Okay, wenn ich das so verstehe, dann darf ich mich umschauen und mehr nicht. Also, ich kann hier noch nichts groß machen. Vor der Tür steht eine Kiste. Es sieht fast so aus, als hätte jemand versucht, das Fenster über der Tür zu erreichen, aber es lässt sich nicht öffnen und ist anscheinend unangetastet geblieben.
Das sind deutliche Abdrücke großer Schuhe, von denen einer eine gerissene Sohle hatte. Das sind deutlich... Ja, okay. Und sonst ist hier nichts. Nein. So, weiter geht's. Die Eingangstür ist vergittert. Da ist niemand durchgegangen. Da hätten wir auch mal drüber gequatscht. Am Tor im Metallzaun hängt ein Schloss. Ja, und das... Oh. An der Wand ist ein Fleck aus roter Flüssigkeit. An der Wand ist ein Fleck... Na ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Hier hinten waren wir noch nicht. Oh, hier war was. Da hängt ein Stück Stoff. Es könnte aber auch Plastik sein. Ich kann gerade so erkennen, dass die Tür auf der anderen Seite mit Brettern verrammelt wurde. Oha. Es hat geklingelt. Also bedeutet das, wir haben was richtig gemacht. Was für mich bedeutet, dass ich erstmal nach vorne gehe und mich erstmal unterhalte, oder? Ob das jetzt was bringt, ich habe keine Ahnung. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Laut dem Waschsalonbesitzer ist Burke etwa 20 Minuten vor Beginn der Schießerei eingetroffen. Er sagt auch, dass keiner aus der Gemeinde dahinter steckt, da hier niemand Schusswaffen benutzt. Das ist doch Blödsinn. Wenn es hart auf hart kommt, greifen sie zu jeder verfügbaren Waffe. Die Wahrheit ist doch, dass er uns nicht gerufen hätte, wenn er glauben würde, dass es eine interne Angelegenheit wäre. Und die Sache mit dem Wagen, das sollten sie lieber Soga erzählen. Hä? Wie jetzt? Okay, dann gehe ich mal nach vorn. Also hier ist ja jetzt momentan erstmal, ich darf nicht ermitteln, also das ist ja schon mal klar, weil die wollen sich da nicht reinreden lassen. Ne? Officer? Ja, Mrs. Durant? Der Mann vom Waschsalon hat Burkes Wagen ankommen gesehen und später die Schießerei gehört. Mir ist klar, dass Burke in Gefahr sein könnte und wir etwas tun sollten, aber unsere Anweisungen sind eindeutig. Ich will ja auch gar nicht, dass Sie jedes einzelne Haus durchsuchen. Aber schauen Sie doch mal in seinen Wagen. Sie sind doch auch Polizistin, Uda. Begreifen Sie nicht, dass wir unsere Anweisungen haben und das nicht tun dürfen. Okay, aber was ist, wenn ich das mache? Geben Sie mir Ihre Ausrüstung, dann untersuche ich den Wagen und wir wissen mehr. Ich weiß nicht so recht. Ist Ihnen klar, dass Burke in Lebensgefahr sein könnte? Wollen Sie ihm denn nicht helfen? Na gut, aber Sie müssen dieses Formular unterschreiben, dass Sie die Ausrüstung erhalten haben und für die Beweise verantwortlich sind. Danke. Ach, übrigens, ich habe schon einige Ermittlungen geleitet und mit den Beweisen gab es nie Probleme. Ah, okay. Unterschreiben. Um den potenziellen Tatort durchsuchen zu können, muss ich das ausfüllen. Hoffentlich muss ich nicht überall etwas eintragen. Ich habe doch keinen Stift. Edwards trinkt zu seinem Donut Kaffee. Wenn er das jeden Tag zu sich nimmt, erklärt das einiges. Ich nehme einen, okay? Die sehen gut aus. Klar. Der Arzt sagte, ich soll mich davon fernhalten. Daher tun Sie mir eigentlich einen Gefallen. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Donut soll. Aber das hat noch seinen Sinn, auf jeden Fall. Sieht aus wie ein gewöhnliches Navigationsgerät. Aber es ist vermutlich mit einer Zentraleinheit verbunden und hat mehr Funktionen. Soga würde es nicht mögen, wenn ich mit ihren Sachen herumhantiere. Das Handschuhfach. Darin ist vermutlich wie bei vielen amerikanischen Wagen der Verbandskasten. Ja, aber ich muss doch das Formular unterschreiben.
Oder kann ich das jetzt schon so rausnehmen? Ja, keine Ahnung. Es wäre sehr unhöflich, den Kofferraum auf diese Weise zu öffnen. Okay. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her gerennen, dass ich das Formular irgendwie unterschreiben darf. Ich habe ihm im Moment nichts... Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Vielleicht habe ich ihm was zu sagen. Oh, sie dreht sich wieder im Kreis. Wahnsinn. Ich habe ihm im... Ah, dann lauf doch nicht extra hin. Wenn ich das Formular einfach so zurückgebe... Kann sie auch mit dem Donut unterschreiben. Warum soll ich ihn damit belästigen? Damit ich die Ausrüstung bekomme, du blöde Kuh! Ist hier ein Stift drin? Die korrekte Vorgehensweise... Oh ja, das habe ich alles schon gehört. Ja. Die Container sind fast voll. Wer weiß, wann sie zuletzt geleert wurden. Ihr merkt, ich... könnte hier... Darf ich das Auto öffnen? An Ihrer Stelle würde ich den Wagen lieber nicht anfassen. Aber darin könnten wichtige Hinweise sein. Burke ist mit seinem Wagen sehr eigen. Das würde ihm nicht gefallen. Außerdem versucht das Revier gerade, ihn zu erreichen. Er wird sich bestimmt bald melden. Ich unterschreib's mit dem Donut. Damit erreicht... Aber. Das wird ihn wohl kaum... Also ich glaube auch kaum, dass ich hier irgendwo einen Stift finde. Oh, halt, was ist hier? Von der Hauptstraße führen deutlich erkennbare Schuhabdrücke, an denen so etwas wie Lehm zu kleben scheint, zum Wagen. Ich habe ihm im Moment... Wem habe ich denn überhaupt was zu sagen? Stift raus. Ich habe ihm im Moment... Dann frag doch nach einem Stift oder was? Wie soll ich denn das Formular unterschreiben? Liegt hier einer rum? Oh, ich tatsächlich. Nur kurz aus. Tatsächlich, ganz ruhig. Okay, erledigt. Als ob ich in Lyon nicht schon genug Papierkram erledigen müsste. Sorry, Leute, aber das ist eben so eine Sache, das regt einen auf. Okay, jetzt die Ausrüstung, bitte. Sie ist im Kofferraum. Sie ist im Kofferraum, ja, na endlich. Endlich komme ich ran. Wenn ich etwas anfassen will, sollte ich mir Handschuhe anziehen. Ja, Handschuhe. Die Lampe nehme ich mit. Es gibt einen guten Grund dafür, dass sie Teil des Tatortbegehungssets ist. Ja. Sonst noch was drin hier, das ich mitnehmen könnte? Nein, sieht nicht so aus. So, jetzt aber ab hier. Okay, ich habe ja hier was entdeckt. Fußabdrücke habe ich hier. Ach nein, ein komplettes Set habe ich nicht. Also sollte ich mal anfangen,
Die UV-Lampe hat einen Hauptschalter und einen, mit dem man zwischen UV und normalem Licht umschaltet. Jetzt müsste die Lampe wie eine normale Taschenlampe funktionieren. Jetzt ist sie auf UV-Modus gestellt. Ah, okay. Muss ich die nochmal umdrehen, ob ich die... Ach ja, hier ist noch ein... Mit diesem Knopf wird die UV-Lampe eingeschaltet. Mit diesem... Ja, na, okay. Ich... Hört mich jetzt nicht. Das ist Blut. Da ist ein Blutfleck an der Tür von Burkes Wagen. Edwards will mich nicht reinlassen. Ich muss ihm klar machen, dass Burke in großer Gefahr schwebt. Ah, ja, okay. Oh, was war hier? Von der Hauptstraße führen deutlich... Ah, das waren die Fußabdrücke von vorhin. Okay. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Das ist eine ernste Sache, Edwards. An der Tür von Burkes Wagen klebt Blut. Burke ist ein Hitzkopf und geht manchmal sogar so weit, seine Kontaktleute ein wenig zu verprügeln. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Könnte das nicht auch Burkes Blut sein? Keine Ahnung. César sollte lieber in der Zentrale Bescheid sagen. Ach ja. Die gute alte Bürokratie. Ich hoffe, sie erzählt es ihm jetzt. Officer? Ja, Mrs. Durant? Ich habe Blutspuren an Burkes Wagen gefunden. Ich werde das umgehend melden. 523. Wir haben Blut in Captain Burkes Wagen gefunden. Ich bitte um weitere Anweisungen. 523. 1023. 523. Wir versuchen noch immer, Captain Burke per Funk oder Handy zu erreichen. Durchsuchen Sie weiter das Fahrzeug und dokumentieren Sie alles. Wir melden uns. Sie haben es gehört. Könnten Sie die Suche fortsetzen? Vielleicht finden Sie ja noch etwas. Sie könnten auch weiter zum Flughafen fahren. Ich habe noch Zeit. Mit einem Taxi bin ich in wenigen Minuten da. Außerdem ist es... Oh, Entschuldigung, da muss ich rangehen. Ja, Kira? Bist du schon am Flughafen? Ich erhielt gerade interessante Informationen von der Polizei. Burkes Wagen wurde in Chinatown gefunden und man hat Schüsse gehört. Und er ist nirgendwo zu sehen. Das weiß ich alles bereits, weil ich auf der Wentworth Street direkt neben seinem Wagen stehe. Wirklich? Wieso das? Wolltest du nicht zum Flughafen? Ja, aber... Gut, dass du da bist. Ich komme sofort rüber, dann untersuchen wir zusammen alles. Spinnst du? Ich muss den Flieger nach Lyon erwischen. Warum sollte ich bei der Suche nach Burke helfen? Was ist, wenn sein Verschwinden mit den Morden in der Mission Street in Verbindung steht? Wäre das Grund genug für dich? Diese Theorie ist sehr weit hergeholt, findest du nicht? Burke wollte sich mit einem Kontaktmann treffen, der etwas über diese Morde weiß. Das hat er nach der Pressekonferenz jemandem erzählt, was ich zufällig gehört habe. Zufällig? Ebenso zufällig, wie ich jetzt hier bin? Das ist doch sehr sonderbar. Zufälle sind immer sonderbar. Denk nicht weiter darüber nach. Ich bin gleich bei dir, du kannst dich ja schon mal umsehen. Den Flug werde ich wohl nicht mehr kriegen. Ich muss irgendetwas unternehmen. Ja? Lara? Sitzen Sie nicht im Flugzeug? Dummerweise wurde ich hier aufgehalten. Können Sie mir einen Platz im nächsten Flieger buchen? Klar. Ich schicke Ihnen eine Nachricht mit der Abflugzeit. Und bitte sagen Sie Renier nichts davon. Ich wüsste nicht, warum sie das wissen sollte. Bis dann. Ja. Ja, ich kann wieder handeln. Ich habe ihm im Moment... Okay, es gibt nichts mehr zu besprechen. Oh, da, ich sehe schon. Ich schaue gerade auf die Uhr, ja. Ja, bin ja froh, dass ich jetzt so weit bin, dass ich endlich alles untersuchen darf. Alles und nicht nur, ja, da ich den Stift nicht gefunden habe, das kann passieren, das kommt vor. Ja, auf jeden Fall, liebe Freunde in YouTube da draußen, liebe YouTuber, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lasst mir ein Like da, würde mich sehr freuen und schaut immer mal rein. Es kommt irgendwas Neues, Interessantes von mir. Ja, damit verabschiede ich mich hier von Memento Mori 2 mit diesem Part. Bis zum nächsten Part. Bis denn, ich bin weg und ciao.